So Leute, da sind wir wieder. Da, ob ich das richtige drücke. Ja, ich verstehe. So, alles klar. Du bist ein sehr intelligenter junger Mann und der Schmerz, alles wird dunkel. Was soll ich hier? Möchte was geben? Das ist das sonst? Ach, das hatten wir schon. Ich habe mich noch nicht gehabt. So, dachte Frisk hat wieder echt halt zurückgedreht, so. Ne. Das ist so gut. Es ist bereits Sonnenaufgang draußen. Es ist egal, ich fahr hier schnell. Also. Jetzt habe ich den Schluck auf. Nessa den Soundstone bekommen. Oh, wie traurig. So, dann. Hiermit wäre das Intro praktisch schon fertig von dem Spiel. Ja, und jetzt hört ihr, dass die Musik aus diesem Spiel auch nicht so übel ist. Gucken wir uns da erst mal den Soundstone, würde ich mal sagen. Hier, gut. Dann hier. Ach ja, ich habe noch ein paar Cookies bekommen. Das nehme ich als Entschuldigung von dem Spiel für die ganzen Abstürze. So, die Soundstones. Habe ich bekommen von Krähen. Dann hier. Hilfe! Soundstone. Wenn du dieses hier berührst mit an deinem Vorderkopf Vorderkopf berührst und deine Gedanken konzentrierst, werden deine heiligen Melodien hörbar sein. Können wir es eigentlich auch droppen? Du solltest den Soundstone nicht wegwerfen. Okay. Können wir den. Ach, essen geht hier nicht. Schade. Dann nutzen wir den mal. Ness hat den Soundstone mit seinem Vorderkopf berührt und seine Gedanken gesammelt. Jo, noch gibt's den rechten Weg zu hören. Wir werden noch was hören. Meisten kenne ich schon Earthbound, also werde ich euch eh nicht spoilern können. Aber für die Leute, die ich spoilern kann, die einfach nicht gespoilert werden wollen, für das Let's Play Feeling. Für die sage ich es jetzt einfach nicht. Aber das Spiel ist schon Sword of the Mainstream, eigentlich sollte jeder es kennen. Du hast einen gerollten Schlange begegnet und wir haben diesmal keinen Vier an unserer Seite. Aber wir haben Level 3! So, dann hier bashen wir das nochmal. Bitting Attack. Two Hit, Leute. Two Hits. Ah ja, ich werde übrigens outside auf der Aufnahme leveln offscreen. So. Oh, hier können wir auch entlang gehen. Das lieber. Schade, dass die Library richtig geschrieben. Ich habe gehofft, da steht Library. So. Die Bibliothek ist ein guter Ort, um Zeug zu lernen. Ich habe eine Menge Infos über Earthbound bekommen. Du kannst die kostenlos Maps leihen. Okay, hier drin. Ich liebe Musik. Hi! Kids! Können nur Maps in der Library leihen. Möchtest du eine Karte? Jo. Hier ist eine Karte. Ownet ist nicht das einzigste Ding auf der Karte. Alle Infos dort sind da, außer den Infos, die nicht da sind. Drücke den X-Knopf und du kannst jederzeit auf die Karte gucken. Wie fortschrittlich. Weißt du, der X-Knopf ist irgendwo oben blockiert. Ness hat die Stadtkarte bekommen. Das war verstörend. So, jetzt sage ich, ich habe den X-Knopf nicht eingestellt. Können wir es ja auch bei Guts begucken? Da, gut. So, nutzen wir jetzt mal. Oh jo. Da, seht ihr auch noch Abe? Das ist dort eines der Leute, die. Gott sei Dank, Leute, habe ich noch vor dem Beginn der Aufnahme ein Safe State gemacht. Bis gleich. Bis gleich. Also, Leute. Bei sowas hier werde ich immer ganz sentimental. Ah ja, nebenbei werden jetzt nicht alles durchsuchen.
Wir werden hier einfach nur das nehmen, was uns gerade auf dem Weg liegt. Ansonsten dauert das einfach viel zu lange. So, und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal dorthin, wo wir hin müssen. Wartet, ich esse noch gerade. Falsche Taste so hier. Gut. Okay. Use. Oh yeah. Spring. Ah ja, bevor jetzt gleich das Spiel wieder abschützt und ich hier wieder komplett von vorne anfangen muss, werde ich hier noch gerade hier. Genau. So, dann. Fertiges. Weiter geht's. So. Wenn das hier viel zu oft passiert, als für meine Nerven, werde ich einfach das Let's Play neu starten. Ist auch kein Problem. So, hier sind Sharks. Die größten Gangster. Okay, ich weiß, das sieht witzig aus. So, dann. Es könnte sein, dass wir hier in der frühen Phase des Spiels noch etwas öfter sterben werden. Könnte sein. So, dann. Der Yes Man Junior, der Pogo Punk und der Skate Punk. Ich würde mal sagen, wir gehen zuerst auf den Pogo Punk. Oh Gott, ja. Gleich wird hier eventuell. Oh Gott. Jo, Leute. Und daran scheitert es meistens auch ganz am Anfang des Spiels. Und jetzt kommt auch eine direkte Sache, die an das, die an den Game Over Screen von Undertale erinnert. Ness. Es sieht aus, als ob, was? Als ob du dir deinen Kopf übergeben bekommen hättest. Ja, es indem du einen erneuten Versuch gibst. Ness hat sich dazu entschlossen, all seinen Mut und die Energie, die er hatte, heraufzubeschwören. Viel Glück. Ja, dann, du musst entschlossen bleiben, Ennard. Und wir sind wieder hier. Ah. Haben wir noch alle PP und so? Falsche Taste. Das ist der falsche Tastenjob. Song. So, hier ist der das. Stats. Wir haben keine PP mehr. Dann aber. Nein. Halt, stopp. Zurück, zurück, zurück. So, bam. Hier. Du bist meine Mutter. Machen wir ein Steak. Du bist zurück. Keine Sorge, du siehst müde aus. Mütter verstehen solche Sachen. Essen ein Steak und geh ins Bett. So, jetzt sind wir auch wieder full of PP. Und dann können wir weitermachen. Ich kann dann, bis wir in der Stadt sind, und werde eventuell noch etwas offscreen leveln. Also, bis gleich. Ey, Leute. Hier, ich bin noch gar nicht ganz bis zur Stadt gekommen. Ich komme noch eines der nervigsten Sachen, die es gibt. Wird uns noch öfters nicht betreten. Betreten, klar. Werden wir noch öfters im Spiel sehen, das ist hier der Fotograf. Ja, ihr habt jetzt nicht den kompletten Auftritt gesehen. Pictures werden direkt aufgenommen. Ich bin ein fotografisches Genie, wenn ich mich selbst so nennen darf. Okay, wer ist bereit für eine Instant-Erinnerung? Guck in die Kamera bereit. Sag Gewürzgurken. Nee, haarige Gewürzgurken. Wow, was für ein großartiges Foto! Es wird immer die wunderschönsten Erinnerungen zurückbringen. Dann er sieht gar nicht so begeistert aus. Ich fühle mich auch nicht so begeistert und da versteckt sich eine Schlange. Und ich werde jetzt an der wieder aufs Leveln. Oh yeah, mit dieser Schlange werde ich bis zu Level 100 kommen. Leute, genau, ich muss ja hier nicht unbedingt leveln. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie wir hier noch Sachen bekommen können. So, wir gehen mal hier die Straße hoch und dann etwas weiter nach links. Da kommen wir nämlich zum Drugstore. Zum Store. Hat mir der Hund da gerade verraten. Habe ich komplett vergessen, dass es hier noch ein Itemsystem gibt. Hä? So, hier. Mit der Mülltonne. Mit wem reden wir denn sonst? Ness hat in der Mülltonne herumgegraben. Nun, lass uns mal gucken. Da ist ein Hamburger drin. Ness hat ihn genommen. Oh ja, wenn wir irgendwann mal Freunde haben, wissen wir wohin damit. Und hier kommt wieder eines der schönsten Themes des gesamten Games. Hallo, da könnte ich dir vielleicht irgendwie helfen? Kann ich dir irgendwas geben? Nein. Kann ich dir irgendwas anderes geben? Nein. Okay, ach ja, übrigens, unser Vater überweist uns hier die ganze Zeit. Komm her. Er überweist uns hier die ganze Zeit Geld. Wenn wir ein Monster umbringen, also kein Monster, oh, kack, Undertale-Gefühl. Wenn wir einen Gegner besiegen, 10. Also, automatische Tellermaschine, bitte
Wähle eine Transaktion. Withdrawal. Dein Account zeigt momentan eine Balance von 95 Euro. Flup, Absturz. Bitte entere den Amount von deinem Withdrawal. Man sieht's, der Automat kann perfektes Englisch. Dein Account wurde erleichtert um 45 Euro. 95, sorry. Bitte nimm dein Cash. Gerne. Was macht der eigentlich nun drin? Egal. Hallo, komm rein, komm rein. Was kann ich dir heute für dich tun? Ich möchte was kaufen. Kann ich dir helfen, irgendetwas zu finden? Huiuiui. Und das Jojo, was macht hier wie viel Schaden so? Tibor Bats. Sollte ich gar nicht kaufen. Ich wollte doch nur checken. Okay. Auf jeden Fall hat es unsere Offense hochgeboostet. Jo, und den verkaufen wir auch noch direkt. Möchtest du irgendwas anderes von mir? Was kann ich dir sonst noch geben? Kann ich irgendwas finden? Okay, das Jojo hat uns aber nicht mehr geholfen. Aber hier, Cheap Bracelet oder. Oh. Das können wir uns halt nicht leisten, deshalb nehmen wir uns hier einfach die Baseball Cap. Baseball Cap! Möchtest du sie equippen? Jo. Und die Defense ist schon direkt viel höher. Möchtest du noch irgendwas anderes von mir? Nee. Vielen Dank, sehr sogar! Das sind doch hier sympathische Leute. So. Wuff, wuff! Ich bin Rufini, der Hund. Ich bin besessen von der Seele der Spieldesigner. Ruff! Siehst du dort das Fenster, das Endspiel Pipi an dem Boden des Screens zeigt, wenn du zu einem Story... Okay, gut, das wissen wir schon. Und da wird die vierte Wand durchbrochen, also ist das eh nicht so wichtig. Okay, jetzt ist er wieder ein normaler Hund. Hey! Ich weiß, dein sehr schwer verdientes Geld ist wichtig für dich. Aber du solltest deine Mutter anrufen. Sie macht sich echt sehr viele Sorgen um dich. Das ist eine der Sachen, wenn wir nicht oft, wenn wir nicht regelmäßig hier die Mutter anrufen, bekommen wir Heimweh. Und dann können wir noch unregelmäßig angreifen. Der Tod für Ness. Der Tod für jeden Spieler. Und das absolute nervliche Chaos. Ness hat den Receiver aufgehoben. Dann rufen wir die Mutter an. Bist du das, Ness? Du hast mich früher zurückgerufen, als ich dachte. Jedem hier geht's einfach nur gut. Okay, Tracy hatte damit gestartet, einen Teilzeitjob bei Escargo Express zu machen. Hier, ich lass dich mal mit dir reden. Und wenn du etwas Zeit hast... Oh, du hast keine Zeit. Nun, hier ist Tracy. Hallo, dies ist Escargo Express. Oh, bist du das, Ness, Big Bro? Ich bin's, Tracy. Ich arbeite nun Teilzeit für Escargo Express. Was kann ich für dich tun? Lass mich in Ruhe. Ja. So. Dann, und dann können wir auch noch direkt den Vater anrufen. Da hier. Ness, ich bin's, dein Vater. Ich habe 65 Euro auf dein Bankaccount getan. Nimm es weg und gib es aus für irgendetwas. Also. Was? Du solltest nun 0 Euro auf der Bank haben. Nun. Was? Nun, XP, um das nächste Level zu bekommen. Ness, 8. Egal, was brauchst du von mir? Ja, bitte hier. Kann speichern. Okay, fertig. Dein alter Vater hat eh darüber nachgedacht, dass jetzt für die, sich für diese Nacht das Zeug zu legen. Ich habe einen Speicherpunkt von deinem Adventure von, bis zu diesem Punkt gemacht. Gute Nacht, schlaf gut. Und wir machen natürlich weiter. Ness, du magst es natürlich hart zu arbeiten, genau wie deine Mutter. Aber ich denke, es ist nicht gut, so hart zu arbeiten. Das ist natürlich eine Anspielung an die ganzen Suchtis hier. Ja, ja. Ja, die gesundheitlich geschädigten Leuten unter euch, die Tag und Nacht spielen. So, dann. Paar Sekunden noch, dann beginnt die nächste Folge. Und dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich schon wieder für hier. Die Aufnahmesession ist nach der nächsten Folge auch zu Ende.
werden dann auch jetzt hier nachher die Chucks versuchen zu bekämpfen. Vielleicht haben wir jetzt bessere Chancen. Also Leute, bis gleich. Ja.